Point of view, das nächste Mal fange ich früher an. Kurz vor den Klausuren saß ich immer vor einem riesen Berg an Folien und Skripten. Ich habe da total den Überblick verloren und mir lief auch noch die Zeit davon. Ich war total gestresst. Wenn ich ehrlich bin, lasse ich mich meistens von meinem Handy ablenken, beziehungsweise Netflix. Ich mache seit neuestem jetzt auch noch einen Nebenjob, um mir ein bisschen was dazu zu verdienen. Bin jetzt aber total gestresst und habe nicht mal mehr Zeit für meine Freunde. Ja, vor allem wenn es abends auch etwas später wird, lasse ich dann meistens am nächsten Tag die erste Vorlesung auch sausen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast POV. Nächstes Mal fange ich früher an. Ich stelle mich kurz vor, ich bin die Gloria, ich bin 19 Jahre alt. Ich studiere jetzt im zweiten Semester Wirtschaftspsychologie an der TH Aschaffenburg und sitze heute hier mit einem ganz besonderen Gast, meiner ehemaligen Dozentin in Selbstmanagement, die Frau Wissel. Und ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Es ist eine große Ehre. Wenn Sie sich kurz vorstellen würden. Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, dass Sie mich eingeladen haben, zum Thema Selbstmanagement bzw. Zeitmanagement hier ein paar Fragen zu beantworten. Kurz zu mir. Mein Name ist Christine Wissel. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Hochschule in Aschaffenburg. Und bevor ich hier vor 7 Jahren angefangen habe, hat mich mein Weg auch hier über den Hochschulcampus zur ersten Firma, nämlich Daimler Chrysler, geleitet. Ich habe dort im Bereich Marketing und Training gearbeitet und bin dann nach so 6 Jahren in die Unternehmensberatung gewechselt, habe dort meine Erfahrungen von meinem Betriebswirtschaftsstudium, das ich hier besucht habe in Aschaffenburg, einbringen können und habe nach 10 Jahren den Schritt wieder zurück an die Hochschule machen dürfen und mich für die Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin beworben und habe seit 7 Jahren hier sozusagen bin ich rund um das Thema digitale Lehre angestellt und kümmere mich um E-Learning an der Hochschule. Vielen Dank, hört sich nach einem sehr interessanten Weg an. So, kommen wir zu unserem Thema, wieso wir Sie heute eingeladen haben. Und zwar, Sie sind ja hier auch Expertin für Zeitmanagement und Selbstmanagement. Und das, also wir suchen genau Sie, weil Sie können uns nämlich diverse Fragen beantworten. Denn unserem Team ist nämlich aufgefallen, dass viele Studenten, vor allem auch im ersten Semester, Probleme und Schwierigkeiten haben mit dem Zeitmanagement, also sich quasi selber zu organisieren, sich selbst zu managen. Was mache ich mit meiner Zeit? Wie nutze ich sie produktiv? Und wir haben am Anfang schon einige Aussagen von Studenten gehört, die Probleme haben, die uns auch alle sehr bekannt vorkommen, also mir auch. Und was würden Sie denn zum Thema Zeiträuber sagen und wie man diese vermeiden kann? Also Zeiträuber sind quasi alles, was eben einem die Produktivität verhindern lässt. Ja, das ist ein spannendes Thema, dem ich mich in der Lehre auch gewidmet habe, da ich ja 2 Module lehre, unter anderem das Selbstmanagement. Und diese ständige Erreichbarkeit, der wir ausgesetzt sind, es ist wirklich Fluch und Segen zugleich. Ja? Wir können schnell nach Informationen nachfragen, auch die Studierenden können untereinander ganz toll sich Informationen weitergeben. Aber auf der anderen Seite ist es in Konzentrationsphasen natürlich auch ein Fluch. Ja? Wir können gestört werden über soziale Netzwerke, die Kommunikationswege sind total breit aufgestellt, wir werden abgelenkt von unserem Handy. Und da habe ich mal eine Frage an Sie. Ja. Ich habe gestern eine Studie gelesen von Jugendlichen. Was glauben Sie denn, wie viele Stunden die 16- bis 18-Jährige in der Woche online verbringen? In der Woche? Einfach mal eine Zahl sagen. Also ich muss sagen, am Tag sind es bestimmt so 6 bis 8 Stunden. Ja, da liegt. Dann müssten das in der Woche vielleicht, könnten bestimmt 50 Stunden sein. Da liegen Sie gar nicht schlecht. Ja. Also diese Zahl 50, die war vor der Pandemie bei 58 Stunden. Das müssen Sie sich mal vorstellen. 58 Stunden verbringen Jugendliche in der Woche online. Und jetzt kommt noch was dazu. Nach der Pandemie liegt die Zahl deutlich höher. Das heißt, auch die Studierenden, sage ich jetzt mal so zwischen 19 und 20, die liegen bei 70 Stunden, die sie in der Woche online verbringen. 10 Stunden am Tag sind wir online. Es ist jetzt nicht nur für die Freizeit, das sind auch 50% für Schule und Beruf mit enthalten. Aber wenn wir davon ausgehen, wir haben 10 Stunden am Tag, die wir online verbringen, davon 5 Stunden für Schule, Beruf, machen wir einen Haken dran, haben wir immer noch 5 Stunden,
die wir investieren in Dinge, ja, Netflix, WhatsApp, Handy, Twitter und Co. Das heißt, wenn wir von diesen 5 Stunden ja, uns ein bisschen mehr direkt mit beschäftigen, was macht das mit uns? Wo verbringen wir unsere Zeit? Ist uns das so wichtig, dass wir diese 5 Stunden dort investieren? Oder schaffen wir es irgendwie, von diesen 5 Stunden runterzugehen? Ich sag mal, wenn wir nur die Hälfte davon eine andere Priorität setzen, ja, für das Lernen, für das Studium setzen könnten, dann hätten wir doch schon die Lösung. Das stimmt. Also mir ist auch aufgefallen, dass ich vor allem dann auch in der Corona-Zeit, wo man zu Hause war die ganze Zeit, dass ich dann noch mehr am Handy war als sowieso schon vorher. Das ist wirklich problematisch geworden. Und deswegen muss ich einfach versuchen, dass man sich da auch eventuell sagt, ja, ich mache mein Handy aus zum Lernen und schmeiße es woanders hin oder gib's sie ab oder sowas, damit ich da auch ja nicht dran bin. Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie auch an der TH studiert haben. Wie haben Sie es denn geschafft, dass Sie Ihre Verpflichtungen mit dem Studium und mit Hobbys, Freizeit, Freunden, eventuell auch, falls Sie gearbeitet haben, unter einen Hut zu bringen? Weil ich glaube, den meisten Studenten fällt es ziemlich schwer, da Prioritäten zu setzen, denn das Studium ist ja dann schon wichtig und ist ja auch wichtig für die Zukunft, was macht man später, und man möchte ja schließlich auch gut sein, aber man möchte ja eben auch nicht sein Leben komplett nicht mehr leben, sage ich in dem Sinn, und sich nur noch aufs Studium konzentrieren, weil man braucht ja schließlich auch den Ausgleich. Wie haben Sie das denn geschafft, dass Sie da nicht aneinander geraten? Ja, sehr gute Frage. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich zu einer Zeit studiert habe, wo es das Handy noch nicht so im Alltag gab. Ja. Das heißt, die ganze digitale Ablenkung war nicht da. Aber diese Zeiträume mit Aufschieberitis, ja, und Dinge vor sich herschieben, die gab es da natürlich genauso. Und für mich war es so, ich habe sehr stark abends gelernt. Ja. Jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Rhythmus, auf den sollte man auch hören. Mhm. Ja. Man sollte merken, bin ich jetzt eher der Frühaufsteher, arbeite oder lerne lieber am Morgen oder passt es mir zum Beispiel abends gut. Also für mich war es, glaube ich, so ein bisschen die Erfahrung, dass ich tagsüber mehr gestört wurde, sei es durch Telefon und durch Leute, die in der Wohnung mit dabei waren. Und ich gemerkt habe, dass abends ab 20, 21 Uhr Ruhe eingekehrt ist und ich da die Zeit für mich hatte. Also das war in meinem Studium ein großer Punkt, wo ich heute sagen würde, oh, abends lernen wäre jetzt gar nichts mehr für mich. Mhm. Aber das war in dieser Lebensphase für mich ganz, ganz toll. Und so habe ich tagsüber eher so den Fokus ein bisschen auf Freizeit arbeiten. Ich habe Nachhilfe nebenher schon gegeben. Das eingebaut und bin abends zur Hochleistung gefahren und habe wirklich bis nachts mich dann den Themen gewidmet. Mhm. Hätten Sie eventuell einen generellen Tipp, was Sie jetzt Studenten sagen würden, wie sie ihre Work-Life-Balance besser unter Kontrolle bekommen? Gut, frühzeitig erstmal ein Ziel setzen. Ja, das ist das Wichtigste, wenn ich weiß, was möchte ich, warum mache ich dieses Studium? Ja? Was ist mir wichtig? Was verfolge ich für ein Ziel? Möchte ich später in einem bestimmten Beruf arbeiten? Brauche ich das Studium nur, damit ich ein Studium abgeschlossen habe? Ja? Dann habe ich eher vielleicht die 4-Gewinn-Zielrichtung oder möchte ich einen bestimmten Abschluss haben, damit ich später noch einen Master draufsetze. Das heißt, ich brauche einen bestimmten Durchschnitt. Und das ist wichtig, dass man sich das am Anfang so einen groben Fahrplan aufstellt, damit man weiß, wo geht die Reise hin. Ja. Und dann habe ich auch einen ganz anderen Drive. Also wenn ich ein Ziel habe, ich möchte ein Masterstudium machen, frühzeitig informieren, was ist der NC oder die Hürde, um an diesem Masterstudium dann später teilzunehmen. Und ich glaube, das kann einen ganz anderen Sog entwickeln, dass man dann einen Anreiz hat, warum man das Ganze macht. Und dann fällt es auch leichter, was Sie vorhin angesprochen haben, mit den Prioritäten setzen. Weil wenn ich dann die Entscheidung habe, mache ich jetzt Netflix oder gucke ich jetzt doch meine Mathe-Vorlesungsunterlagen noch einmal an, dann fällt es leichter beim Ja, wir haben ja jetzt auch schon wieder Mai. Das bedeutet, die Hälfte des Semesters ist so gut wie rum und die Klausurenphase steht wieder an. Und ich glaube, das bereitet schon wieder einigen Studenten Kopfzerbrechen. Wir hatten vorhin auch eine gehört, die meinte, dass sie gar nicht mehr weiß dann in der Klausurenphase, also was sie überhaupt machen soll, weil sie so viel Stoff hat und gar nicht mehr hinterherkommt. Und ich denke, da geht es vielen so, mir eingeschlossen, dass ich manchmal, also im ersten Semester dann in der Klausurenphase, stand ich vor einem riesen Haufen voller Folien und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, wie ich das jetzt überhaupt packen soll, wie ich anfangen soll. Und da wollte ich Sie fragen, ob Sie irgendwelche Tipps und Tricks haben, wie man diese Prüfungsphase besser
überwindet und sich besser vorbereiten kann auf die Prüfungen? Ja, ich kann Sie beruhigen, das ist ganz normal. Also dieses Umstellen, es ist ein anderes Verhalten, also es ist ein anderes Lernverhalten im Studium. Je nachdem, was Sie vorher gemacht haben, wenn Sie vorher auf dem Gymnasium waren, dann ist es so, dass man ja begleitet wird von den Lehrern. Ja? Es wird, der Weg wird geebnet. Man weiß genau, wo man entlangläuft. Es kommt eine Schulaufgabe, es kommt eine Ex, es kommt eine mündliche Abfrage. Und dadurch bleibt man am Ball. Das Studium kommt, man hat 4 Monate frei, in Anführungsstrichen, wo die Vorlesungen passieren. Und dann kommt auf einmal Ende Januar 2 Wochen Prüfungsphase. Es ist eine ganz andere Situation. Ja? Man wird nicht mehr begleitet. Man muss sich selber organisieren. Große Anforderungen an das eigene Selbstmanagement, an das Zeitmanagement. Und das ist genau diese Umstellung. Ja? Das heißt, am Anfang, in dem ersten Semester, brauchen Sie eine gewisse Zeit, um sich zu orientieren. Sie wissen jetzt im zweiten Semester, hoppla, im ersten Semester ist mir das sehr gut gelungen, das ist mir aber sehr schlecht gelungen. Ja? Und jetzt fangen Sie an, Ihr Verhalten anzupassen. Aber diese Erfahrung braucht es. Ja, daran wachsen wir und daraus lernen wir auch. Also das ist ja die klassische Lernkurve, die wir haben. Und das ist auch gut so. Dafür studiert man. Ja? Und von daher sind Sie da in einer guten Reihe mit anderen, denen es ähnlich geht. Also wenn man vorher schon das gewohnt war, dann ist es der ganz normale Prozess, dass man sich langsam daran gewöhnt. Und deswegen ist es ganz wichtig, was das Zeitmanagement angeht, sich frühzeitig mit der Materie zu befassen. Und Sie haben vorhin gefragt, was ich gemacht habe im Studium. Und da kann ich eigentlich nur weitergeben. Ich habe auch sehr früh angefangen, mir Zusammenfassungen zu schreiben. Mhm. Weil die Skripte, die von den Lehrenden rausgegeben werden, auf was sind die optimiert? Auf die Präsentation in der Vorlesung. Das heißt, wenn Sie eine klassische Präsenzvorlesung besuchen, dann bekommen Sie im Nachgang die PowerPoint-Folien. Und die sind so optimiert, dass sie für die Vorlesung, das heißt für diese 1,5 Stunden, wo sie die Vorlesung besuchen, optimiert sind. Und nach 1,5 Stunden Vorlesung bekommen sie dann, je nach Professor, zwischen 20 und 40 Folien. Und die schön auf die Seite legen und dann am Ende des Semesters sich alle auf einen Stapel legen und sagen, so, jetzt lerne ich die, das wird schwierig. Ja? Das klappt nicht. Nee. Genau, dann haben Sie 400 Folien oder 300 Folien und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Deswegen mein Tipp, und das ist auch das, was ich gemacht habe, frühzeitig anfangen, immer diese Folienpakete an die Hand zu nehmen, zu überlegen, wie lerne ich selber am besten? Also bin ich jetzt eher der visuelle Typ, bin ich eher derjenige, der es aufschreiben muss? Und wenn ich das weiß, frühzeitig anfangen, eine Zusammenfassung zu schreiben. Ja, ich habe es so gemacht, ich habe mit einem Bleistift, mir war es immer wichtig, dass es wenig ist. Deswegen habe ich mit einem Bleistift auf einem karierten Block Papier angefangen, mir die wichtigsten Punkte aus den Folien zusammenzuschreiben. Das heißt, ich hatte für 100 Folien, hatte ich am Ende dann nur in Anführungsstrichen 2-3 Seiten zu lernen. Das war auch ein bisschen die eigene Psyche ausgetrickst, aber es war einfacher mitzunehmen damals und davon habe ich gelernt. Ich habe es mit meiner Handschrift geschrieben, habe Dinge dann auch ähnlich markiert. Also das ist auch der Tipp, viel mit Farben arbeiten, wenn man der visuelle Typ ist. Einringeln, was wichtig ist, mit einem Ausrufezeichen versehen, sich so eine kleine Legende anzueignen, die einem im Studium sehr hilfreich sein kann. Und diese Zusammenfassung, die sind die halbe Miete. Weil Sie haben dann kurz, wissen Sie es ja wahrscheinlich selber. Ja, da kann ich von mir selbst reden. Im ersten Semester lief es bei mir nicht so gut mit den Zusammenfassungen. Und die geben einem auch ein gutes Gefühl. Das heißt, man hat ja nochmal wiederholt und das ist ganz wichtig fürs Gehirn, dass man nach den Vorlesungen sich nochmal mit der Materie befasst hat. Ja, das heißt, die Verankerung der Themen, da passiert schon was im Gehirn. Ohne dass Sie sagen, oh, ich muss jetzt lernen, ja, das ist schwierig, sondern Sie sagen, oh, ich habe schon eine Zusammenfassung geschrieben. Und das ist tatsächlich, das ist ein großer Baustein, dass Sie dann während der Prüfung dieses Wissen auch abrufen können. Ja. Ich denke, es ist auch wichtig, sich direkt nach der Vorlesung nochmal kurz damit zu befassen, sonst vergisst man es einfach wieder direkt, weil man hat ja meistens auch nur ein Thema in einer Vorlesung und der nächste Thema ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema, was eventuell nicht mit dem vorigen Thema zusammenhängt oder so. Und dann ist es einfach wichtig, dass man das alles komprimiert zusammenfasst und dann einen Gesamtüberblick hat. Genau, und diese Zusammenfassung, man muss die auch nicht stur vom Blatt lernen. Also wenn ich jetzt eher derjenige bin, der lieber mal einen Podcast wie hier hört, um sich Wissen anzueignen, dann sprechen Sie sich die Zusammenfassung einfach in Ihr Handy.
Ja, wir haben die digitalen Begleiter dabei. Machen Sie sich ein Audio-Recording zum ersten Kapitel. Wenn Sie viel mit der Bahn unterwegs sind, hauen Sie sich das auf Ihren Bluetooth-Kopfhörer drauf. Und Sie müssen nicht jedes Wort dann auswendig lernen, aber wenn Sie das zweimal gehört haben, gebe ich Ihnen Brief und Siegel, dann haben Sie die Struktur schon im Kopf. Mhm. Oder auch, ich finde auch zum Beispiel Karteikarten, finde ich auch eine gute Option, weil da wiederholt man es ja immer wieder und dann bleibt es einfach auch hängen im Gehirn und geht nicht direkt wieder verloren. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, es gilt auch als einen gewissen Vorurteil gegenüber Studenten, aber ich muss sagen, es ist nicht wirklich ein Vorurteil, weil es einfach stimmt. Viele Studenten kommen einfach gerne nicht in die Vorlesung, vor allem wenn es um 8 Uhr ist, weil sie einfach nicht aufstehen wollen, also schon so früh, und dann die Vorlesung einfach sausen lassen. Und viele kommen auch einfach zu spät. Sie kommen, wann sie wollen, kommen mitten am Tag, gehen mitten am Tag in irgendeiner Vorlesung. Kommt auch oftmals daher, dass Studenten natürlich abends gerne unterwegs sind, auch bis spät nachts, und dann am nächsten Tag einfach nicht mehr aus dem Bett kommen. Und da gibt es ja natürlich auch keine Mama mehr, die sagt, ja, du gehst morgen dahin und dann geht man morgen dahin, weil man ist ja dann auch schon alt genug, um sein Leben quasi selbst im Griff zu haben, was dann manche vielleicht dann auch nicht haben. Aber ja, was würden Sie denn da sagen, was da helfen könnte, den inneren Schweinehund zu überwinden? Ja, jetzt mal zuallererst, also diesen inneren Schweinehund, diese Rasse gibt es nicht nur bei den Studenten. Das lass Ihnen gesagt sein, den gibt es auch bei ganz vielen anderen Berufsgruppen bzw. Gruppen. Das ist ganz menschlich, und ja, wir müssen immer gucken, wie wir uns selbst motivieren, wie wir uns vielleicht auch Routinen aneignen. Mhm. Und das ist so mein erster Tipp, sich wirklich ja einen bestimmten Plan zu machen, wann was erledigt sein sollte, beziehungsweise wann man sich für die Woche was vornimmt. Und wenn man es noch runterbricht auf den Tag, also vielleicht abends oder morgens nach dem Aufwachen, sich 5 Minuten nehmen und sagen, okay, was möchte ich denn heute erreichen? Ja. Ob es ein kleiner Post-it ist oder ob es irgendwas auf dem Handy ist, wo ich mir kurz die 5 wichtigsten Stichpunkte aufschreibe, was mir heute wichtig ist. Und wenn da an erster, zweiter Stelle die Zusammenfassung steht, die ich noch schreiben möchte, dann gelingt es mir mit großer Wahrscheinlichkeit, dass ich die ersten Prioritären auch unterbringe und das erledige. Und die untersten Punkte, die ich dann habe, die haben ja nicht die höchste Priorität für mich für den Tag, die kann ich dann vielleicht auf den nächsten Tag als erste Priorität gleich mitnehmen. Und wenn ich das so für jeden Tag mache, habe ich tatsächlich die Dinge ganz gut im Griff und ich erledige die Dinge, die ich mit als erstes priorisiere. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt nicht gerne um 8 Uhr in die Vorlesung gehe, das machen übrigens Lernende auch nicht gerne, von daher bin ich froh, dass ich die Vorlesung um 10 Uhr habe, ist es aber trotzdem gut, wenn man sich selber so ein paar Feinheiten überlegt. Vielleicht hilft es auch einfach, sich mit einem anderen Studentin zu verabreden und zu sagen, wir treffen uns morgen in der Vorlesung. Ja, das ist wie beim, das ist wie beim Joggen gehen. Wenn ich sage, ich gehe heute Abend um 17 Uhr joggen, weiß ich genau, dass ich um 17 Uhr ganz viele To-Dos habe, die Prio 1 haben, warum ich jetzt nicht joggen gehen kann. Aber wenn ich mich mit jemand verabrede und sage, komm, lass uns um 17 Uhr treffen, dann ist es einfach schwieriger, da zurückzuweichen und abzusagen. Man möchte die Person ja dann auch nicht im Stich lassen und dann alleine in die Vorlesung gehen lassen. Das wäre natürlich blöd. Das heißt, da die Gruppendynamik nutzen, auch sich vielleicht in Lerngruppen verabreden, gerade vor den Klausuren 2-3 Wochen vorher. Wenn ich weiß, in den Fächern, wo ich nicht so gut bin, dann suche ich mir jemand, der das Thema besser beherrscht und sagt, können wir dann nicht mal eine halbe Stunde, Stunde, und dann kann ich da meine Fragen loswerden, was ich vielleicht thematisch nicht gut verstanden habe. Vor allem in den Fächern, in denen man nicht so gut ist, also da drückt man sich ja auch immer davor, das zu lernen oder sowas. Und wenn dann jemand gut ist darin und auch wirklich einem gut erklären kann, was da Sache ist, dann macht es ja auch mehr Spaß im Endeffekt. Und dann will man sich auch mehr damit auseinandersetzen. Genau. Also in den Fächern, wo man gut ist, braucht man kein Zeitmanagement. Man braucht auch keine Routinen. Das werden Sie selber an sich merken. Die Schwierigkeit ist es, in den Themen, wo man Defizite hat, sich so zu motivieren, dass man sich trotzdem hinsetzt. Und weil da kommt der Schweinehund am meisten durch. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende des Podcasts angekommen. Frau Wissel, haben Sie noch einen letzten Tipp, den Sie den Studenten ans Herz legen würden? Ja, neben den genannten Zusammenfassung schreiben, Handy weglegen, Flugmodus rein, ist für mich so ein ganz toller Tipp, wo man vielleicht gar nicht dran denkt, wenn Sie eine App haben, die Sie hauptsächlich
daran hindert, beziehungsweise sie stört und als, ja, die sie als Schweinehund bezeichnen, dass sie irgendwie immer zu Instagram reingucken und das Gefühl haben, sie verpassen dort was. Versuchen Sie einfach mal, diese App an eine andere Position auf Ihrem Bildschirm zu verschieben. Manchmal sind so Kleinigkeiten schon sehr hilfreich, weil dann muss man kurz überlegen, der Finger geht nicht routinemäßig an die gleiche Stelle, sondern man muss vielleicht auf den nächsten Bildschirm swipen. Und, ja, und dieser kleine Moment, der hilft schon, dass man überlegt, will ich da überhaupt kurz reingucken oder bin ich gerade mit einer anderen Prio bei anderen Themen besser unterwegs. Also daran habe ich tatsächlich noch nie gedacht, aber es macht wirklich Sinn. Ich glaube, das muss ich wirklich mal machen, weil dann genau dieser eine kleine Swipe, das ist dann der Moment, wo man sich denkt so, nee, ich soll nicht auf Insta, ich muss lernen. Genau. Ja, dann Frau Wissel, vielen Dank, dass Sie hier waren und dass Sie in unserem Podcast mitgespielt haben. Ja, und auch vielen Dank an unsere Zuhörer, die natürlich alle fleißig zugehört haben und wir hoffen, dass ihr jetzt euer Studium besser managen könnt. Ja, vielen Dank. Dieses Semester setze ich mich immer direkt in die Bib und wiederhole nochmal den ganzen Stoff und schreibe mir Zusammenfassungen. Ja, also ich habe mir jetzt Zeitlimits für meine Social-Media-Apps eingerichtet, damit ich nicht zu lange am Handy chille und dann die Zeit produktiv nutze. Ich habe mir jetzt einen Terminkalender zugelegt und setze seitdem Prioritäten und schaffe mir einfach Zeit für die Sachen, die ich unbedingt machen will, wie zum Beispiel Freunde treffen. Ja, ich achte jetzt auch mehr auf meinen Schlafrhythmus, stehe jeden Morgen um dieselbe Uhrzeit auf, habe dadurch auch mehr Routine reinbekommen und dann fällt es mir auch nicht mehr so schwer, morgens aus dem Bett zu kommen. Das war unser Podcast Point of View. Das nächste Mal fange ich früher an.